Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Wir sind immer noch in der Schandstadt. Ich habe in der letzten Folge dieses komische Vieh an der Wand getötet. Und ja, jetzt geht's weiter. Feucht, fröhlich. Au, keine Ausdauer mehr. Nein! Oh, den kann ich plündern. Zerbrochenes Schwert, wunderbar. So, hier ist die nächste Nebelwand, wie ihr es sehen könnt. Und vorhin war ich irgendwo anders. Vorhin war ich irgendwo anders. Boah, ich habe schon 10.000 Seelen. Leute, jetzt abzukratzen wäre natürlich schlecht. Und guck mal, hier unten liegt auch noch ein Item. Aber das ist mit einem lebensmüden Sprung verbunden. So, durch die Nebelwand. Dann gehen wir wieder ein paar Schritte zurück. Und natürlich bin ich ja äußerst lebensmüde, deswegen hole ich mir das Item. Und wir finden eine Peitsche. Peitsche, auch eine ganz gute Waffe eigentlich. So, erster Sprung geglückt, jetzt werde ich den zweiten wahrscheinlich verkacken. Hier so, irgendwie. Jawohl, da muss eben mal die Vase dran glauben, aber es hilft dir alles nichts. So, alles gut überstanden. Und dann komme ich hier raus. Wäre ich jetzt oben gegangen, hätte ich Leitern steigen müssen. Dann kommt ihr dann zum selben Punkt, allerdings mit zwei Items weniger. Ah! Das ist ja ein großes, ekliges Viech. Guckt es euch an. Boah. Pfui. Das sind die Viecher, die mit euch im Bett schlafen, ja? Diese komischen Matratzenmilben, nur in groß. Ihr könnt übrigens auch Feuer speien. Passt bloß auf. So, hier geht's runter. Und ich guck eh schon, wo ich hintrete, denn hier ist es nämlich mordsgefährlich. Bin ich jetzt hier falsch abgebogen oder was? Nee, hier runter. Und dann am besten hier runter. Ja, hier ist schon wieder ein Typ mit Blasrohr, ihr seht's. Mit dem Spinnenschild kann man das blocken. Mit anderen Schilden, glaube ich, geht's durch, der Effekt. Lila Moosklumpen. Und hier hinten liegt die Wandererrüstung mit dem Falkion. Falls ihr euch wundern solltet, wo das ist, das sind immer jeweils die Startausrüstungen von den anderen Charakteren. Es gibt natürlich noch anderes cooles Zeug, aber am Anfang findet man halt nur das. Ja. So, hier geht's wieder runter. Ist der tot? Nee. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn er tot gewesen wäre, oder? Ah! Nein! Und habt ihr gesehen, ich habe jetzt ein bisschen Lebensenergie dazu bekommen, weil ich den Ring des bösen Auges mit mir rumtrage. Und diese komischen Libellenviecher, die kommen permanent. Guck, da kommt schon der nächste Schwarm da vorne. Ich warte jetzt hier, bis die kommen. Die verursachen nämlich Blutungsschaden, die Bastarde. Die halten zwar nichts aus, aber die kommen permanent. Die haben ja irgendwo ein Nest, aber... Na, guck, es sind schon wieder zwei. Naja, das bringt überhaupt nichts, was ich hier mache. So, gefährliche Stelle. Hier nämlich. Wenn ihr hier in diesem Wasser drin stehen bleibt, werdet ihr mit der Zeit vergiftet. Und deswegen zieht euch so schnell es geht hier wieder zurück auf das mehr oder weniger braune Festland. Ihr könnt das ganze Set dieser Lederrüstung anziehen, dann habt ihr ein bisschen mehr Giftresistenz. Aua. Du mit deinem Scheißfeuer die ganze Zeit. So, hier geht's rein, hier ist das nächste Leuchtfeuer. Gott sei Dank. Denn ich habe 12.000 Seelen und ich will endlich ein Level-Up machen. Jawohl. Kondition. Geht nur eins. Gut, dann eben Kondition. Das ist ja okay. Level 35, Leute. Aber ich habe noch Seelen rumliegen. Da werde ich mal ein paar konsumieren. Ich brauche 7.500.
Bitte? Nochmal. Gut, dann reicht's auch für den nächsten Level ab. Da gibt's was auf Stärke. Genau, dann gehen wir nämlich hier hoch. Und jetzt werden wir gleich wieder ein rotes Phantom beschwören, wie den Finstergeist Kirk. Allerdings ist das ein anderer. Beziehungsweise eine andere. Hier ist eine Kiste. Hier finden wir einen Drachenstein. Mit dem Drachenstein können wir unser Drachenschwert upgraden. Wenn wir das so wünschen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, da die Upgrades für das Drachenschwert ein bisschen schlecht skalieren. Also, ihr braucht seltene Rohstoffe, bekommt aber nur sehr, sehr wenig Steigerung. So, und jetzt müsste die gute Dame dann gleich aufkreuzen. Ja, wilde Mildred. So, und dazu gehe ich wieder in den Tunnel. So, wo kommt denn die wilde Mildred? Mildred, da kommt sie. Und sie hatten so ein riesiges Hackebeil mit dabei. Und sie ist nackig. Naja, fast. Da schneide ich ihren Hüftspeck von der Hüfte. Au! Sie hält zwar nichts aus, aber sie macht mordsmäßig Schaden. Zack, und da ist die wilde Mildred schon weg. Fenstergeist, wilde Mildred wurde besiegt. 8.748 Seelen dazu. Und Menschlichkeit erhalten. 3 Stück. Und das Schlachtermesser habe ich auch noch bekommen. Und wenn wir jetzt bis zum nächsten Boss vordringen, können wir diese wilde Mildred beschwören. Und sie hilft uns beim Boss, wenn wir das wünschen. Bam. Blöde Mücke. So, jetzt habe ich wieder genug Seelen für den nächsten Level ab. Das ist ja wunderbar. So, wieder ein Punkt in Stärke. In dem ganzen Sumpf gibt es noch haufenweise Items. Ihr seht es da vorne, aber die hole ich mir erst später. Ich will nämlich in diese Folge noch den Boss reinbringen. Und dann in der Folge danach werde ich den Sumpf hier abschließen mit, wo ich euch zeige, wo es die ganzen tollen Items gibt. Hier können wir nach oben, aber wie gesagt, das zeige ich euch dann später. Falls ich bis zum Boss komme natürlich. Und ich bin vergiftet. Juhu. Und ihr seht schon, meine Lebensenergie wird kontinuierlich weniger. Jetzt stehe ich hier mitten im Sumpf und kann nicht mehr schnell laufen. Ah, ihr Mücken, hä? Die trifft man auch so schlecht. Komm, komm, komm. Zack, und du schaffst es. Große Scherbe. Und ich benutze jetzt wieder mal zum ersten Mal einen lila Moosklumpen. Damit ich mich da ein bisschen heilen kann. Heilung gibt es natürlich auch. Und da in dieses große Nest da drüben müssen wir rein für den Boss. Seht schon, sieht aus wie ein riesiger Kokor unter dieser Burg oder dem Felsen. Und es stehen natürlich Wächter davor mit Steinen bewaffnet, ihr seht. So, jetzt warte ich die Mücken noch ab. Na komm. Einmal. Zweimal. Jawohl. So, was ihr jetzt hier machen wollt, legt euch nicht mit diesen Steinwerfern an. Das geht nämlich tödlich aus. Lauft einfach so weit es geht vorbei. Ah, oder es geht eben nicht. Ja, schaff ich's bis aufs Land. Ah, Gott sei Dank. So, ja, es sieht aus wie ein riesiges Spinnennest. Es sieht richtig. Ah, lila Moosklumpen. Da habe ich den Text nicht gelesen. Aber ich glaube, es hieß Quelags Domäne. Und ja, wir sind kurz vor dem Boss. Ich bin immer noch in menschlicher Gestalt. Und hier sind neue Gegner. Und tut euch selber den Gefallen. Tötet diese Viecher nicht. Guckt euch an, sie flehen euch zwar an, sie zu erlösen, weil denen wachsen Spinnenkoko aus dem Rücken. Aber wenn ihr das macht, kommen so
glaube, 5 oder 6 Wurmviecher raus. Und das ist wirklich nicht schön, die zu besiegen. Die können euch nämlich ziemlich schnell töten. Und guckt, hier können wir die wilde Mildred beschwören, was wir machen. Ich heile mich nochmal ganz fix. Guckt nochmal ins Inventar, den Jahrekuchen brauche ich nicht. Den brauche ich auch nichts. Jawohl, und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Bosskampf. Und das ist die Chaos-Hexe Quela. Ihr seht richtig, sie ist halb Frau, halb Spinne. Und guckt euch das Viech an. Wenn das Tierchen nicht krass aussieht, weiß ich es auch nicht. Ja. Quela kann mit ihrem Schwert zuschlagen, sie kann diese Feuerwand kreieren und diese komische Blase, was ihr gerade gesehen habt, wo alles explodiert ist. Und sie springt gerne von A nach B permanent. Wenn ihr alleine seid, ist die K6 ziemlich... Also sie hält euch auf Trab, das auf alle Fälle. Aber mit der Mildred als Ablenkung geht's eigentlich. Ja. Macht zwar nicht wirklich viel Schaden, aber vor der Explosion müsst ihr euch in Acht nehmen. Ihr könnt euch in einem Zug töten, wenn ihr nicht aufpasst. Und passt vor allem auf die Lava auf. Nein! Fuck! Da radiert sie mich halt mal fast aus, ne? Das Problem ist, dass man in ihren blöden Spinnenbeinen immer hängen bleibt. Nein, geh weg von mir! Mildred, mach doch mal was. Ah, Lava. Oh, Mildred läuft genau rein. Ah, die ist so dumm. Ist halt nur ein NPC, ne? Ah, ich stecke in eine Lava. Ah. Die Lava bleibt aber auch so lange. Guckt sie an. Ah, geh weg von mir. Quilak. Hexe! Ja, geh weg! Oh, das Vieh sieht so krass aus, der Kopf vor allem. So, sauber reinbrezeln. Und aufpassen wegen dem Angriff. Ganz schnell heilen und dann geht's auch gleich wieder weiter. Sie wäre fast tot. Ich hätte es fast geschafft. Na, Qui-Qui, was ist los? Er braucht Geduld bei den Bosskämpfen. Ich sag's euch gleich. Wer da nur schnell irgendwie den Boss killen will, der hat ja gleich verkackt bei denen. Ich meine, ihr spielt Dark Souls und nicht Super Mario. Wenn ihr einen Speedrun machen will, spielt Super Mario. Es gibt zwar Leute, die spielen das Spiel in 33 Minuten durch, aber haben natürlich bei weitem nicht hohen Level oder gute Items, sage ich mal. Aber ich habe irgendwo mal einen Asiaten gesehen, der hat den letzten Boss mit Level 4 oder so gelegt.
Und ohne Waffen, nackt hat er das gemacht, ja. Das war schon eine reife Leistung, also. Ich könnte das nicht. Hat das Video irgendwie fast eine Stunde gedauert oder so. Nein! Boah, jetzt hätte ich beinahe noch verkackt. Sie ist fast tot. Jetzt ist sie tot. Nein, jetzt ist sie tot. Ja, das klappte wunderbar. Säbel der Hexentochter Quela gehalten. Und wie viel Seelen? Doppelmenschlichkeit? 20.000 Seelen. Nicht schlecht. Dann guck mal hier zu Hause an. Überall diese Spinnenkokors. Ja gut, sie war ja Halbspinne. Aber was finden wir hier unten überhaupt? Warum sind wir runtergekommen? Deswegen. Hier unten ist nämlich die zweite Glocke, die wir läuten sollen. Und das machen wir doch mal. Also wir kommen Heimkehrknochen. Ja, warum haben wir jetzt die zwei Glocken geläutet? Nämlich, dass sich uns ein weiterer Weg eröffnet. Wir können jetzt in eine weitere Festung. Allerdings erzähle ich euch zu dieser Festung erst später etwas. So, hier unten geht es weiter. Allerdings wollt ihr hier hingehen. An diese Stelle, wo das Spinnennetz ein bisschen dünner ist, schlagt einfach zu. Und es ist eine unsichtbare Wand. Der Kerl ist euch nicht feindlich gesonnen. Mit dem könnt ihr reden. Oh dear, what have we here? Are you a new servant? Seid ihr ein neuer Diener? Ja, ich bin ein neuer Diener. But you have no eggs. Ah, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. So, er lässt uns durch, weil wir ja gesagt haben. Und die Chaos-Hexe Quilag war nicht allein. Wobei das eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte ist. Die müsst ihr aber online nachlesen, die erfährt ihr nicht im Spiel. Denn es waren am Anfang normale Frauen und die wurden mit Spinnen gekreuzt. Und sie hat noch eine Schwester, die sitzt nämlich hier. Allerdings redet sie nicht mit euch. Da hättet ihr am Anfang, anstatt den Generalschlüssel, diesen komischen Ring nehmen müssen. Dann würde sie mit euch reden. Sie ist auch wie die Feuerhüterin, sie kann euren Flakon verstärken. Und wir könnten hier ein Eid leisten, mache ich jetzt aber mal nicht. Sonst können wir bei ihr nichts machen. Hier gibt es noch ein Leuchtfeuer. Da werden wir jetzt mal wieder eine Stufe aufsteigen. Mal Kondition und Vitalität. Genau. Sind wir Stufe 39 und ich sage mal, in der nächsten Folge geht es weiter bei Dark Souls Prepare to Die Edition. Und ja, dann sehen wir mal, wo sich unser Weg hinführt. Dann gehen wir wahrscheinlich in den Sumpf, wo wir vorher waren. Da werde ich das Gebiet abgrasen und hier unten werden wir auch noch ein bisschen rumgucken. Ja, das alles in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. So long.